So, moin Leute und herzlich willkommen heute zum Rundgang der Landshuter Herbstduld. Hier haben wir gleich schon mal das Riesenrad noch im Aufbau. Jetzt mal ohne Witz, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, ich habe noch nie ein Riesenrad gesehen mit Moving Heads. So, und was ich auch schon wieder sehr nice finde, Tropical Trip ist dieses Jahr auch wieder vertreten und hoffentlich sehe ich dieses Jahr mal die, das in der Mitte des LED, weil das konnte ich ja letztes Jahr nicht sehen, weil die letztes Jahr leider einen Getriebeschaden hatten und dadurch das Fahrgeschäft lahmgelegt war. Ich hoffe, dieses Jahr sehe ich es mal, weil sonst wäre ich wieder extrem traurig. Da hätten wir einmal auch eine richtig schöne Zugmaschine. Ja, ihr seht hier und auch da vorne ist noch, sind noch riesige Lücken. Ich weiß gar nicht auswendig, was hier reinkommt. Aber hier, also hier, wird gerade vom Heppenheimer das Kinderkarussell aufgebaut. Die Tuff-Tuff-Mandelbahn. Dafür geht es ja nicht fehlen. Ich bin nur gespannt, was dieses Jahr hier so auf dem Platz drauf kommt, weil ich habe mir gar nicht genau angeguckt, was noch alles kommt, was hier Platz hätte. Hoppla, was hier Platz hätte, Dingsen. Alpen. Zur Insel. Ist auch wieder da. Jetzt glaube ich das erste Mal in der Landshut die Raftingbahn. Wie heißt sie gleich wieder? Rio Grande. Dann ist hier noch der UFO frei versteckt. Da gleich im Anschluss haben wir den Autoscooter vom Kohlmann. Was ich dieses Jahr auf dem Plan gesehen habe, ist, dass der Kohlmann dieses Jahr mit allen zwei Autoscooters da ist. Huch, bitte.